Weltmeister meiner Lebens. So eine Übung. Nein. Wie gesagt, ich habe jetzt 50 Jahre Handball auf dem Buckel, davon 28 Jahre als Trainer. Das stoppt alles, das ist ein Wunder. Es ist zwar immer dasselbe, aber ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, auf das ganze Umfeld heute. Das war einfach ein Traum heute. Das war wirklich ein Frühlingsmärchen für Luxemburg. Aber es sah lange überhaupt nicht gut aus für es. Sie hatten Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen. Unser Credo ist, Zwischenresultate zählen nicht. Nur nach 60 Minuten, was dann oben steht, das zählt. Und das haben die Jungs verinnerlicht. Einfach weitermachen, egal. Es ging auf und ab, das macht den Wahnsinn im Handball aus. Ich denke, die Leute sind auf ihre Kosten gekommen heute. Und die Mannschaft hat zum x-ten Mal ihre sensationelle Nervenstärke unter Beweis gestellt. Ja, das ist das. Die mentale Stärke siegt immer über die Physis. Zumal wir auch physisch voll dagegen halten konnten. Wir haben gesehen, wir waren läuferisch sogar meines Erachtens besser, wenn wir in der zweiten Halbzeit etwas nicht so überhastet abgeschlossen hätten, hätte es können schon ein bisschen früher so stehen. Uns hatten immer wieder diese 2-Minuten-Strafen etwas zurückgeworfen.